Shenyun Performing Arts trat über Ostern viermal in der Frankfurter Jahrhunderthalle auf und beeindruckte das Publikum. Meine Damen und Herren, erster Tänzer, Rocchio! Konstantin Trinks dirigiert Sinfonieorchester und Opern in Deutschland, Österreich und Japan. Ich bin total beeindruckt. Ich habe es heute zum ersten Mal erlebt, also eine ganze Show in voller Länge. Und man ist natürlich auch erstmal ein bisschen überflutet von den Eindrücken. Möglicherweise kann ich noch gar nicht so viel Konkretes sagen, weil ich erstmal ein bisschen verdauen muss auch. Und es ist schon enorm einfach auch zu sehen, dass das wirklich, dass alles, also dass es so eine Art Gesamtkunstwerk ist, auch mit Live-Musik, mit eigens komponierten Stücken. Und gut, die Choreografien sind natürlich sowieso individuell, aber es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das Shenyun Performing Arts Orchester verbindet die Klänge traditioneller chinesischer Instrumente mit denen eines klassischen Sinfonieorchesters. Das Orchester hat mir auch sehr gefallen, also auch wirklich technisch sehr, sehr präzise alles. Der Dirigent war klasse. Was der besondere Reiz natürlich ist, ist die Mischung an westlichen und chinesischen Instrumenten, die für mein Ohr jetzt auch fremd waren, aber die wunderbar harmonieren zusammen. Also war jetzt nichts, dass man denkt, das geht ja gar nicht zusammen. Das ist wirklich eine Mischung, die völlig neu ist für mich und wunderbar funktioniert. Dirigent Trinks betonte die Wichtigkeit der Spiritualität in Shenyuns Programmen. Ich finde das eine ganz wichtigen Punkt hier. Für mein Gefühl ist es erstaunlich plakativ gezeigt, sage ich mal. Das ist aber, ich denke mal, das ist auch was zu der Kultur so gehört, dass man es einfach sehr direkt formuliert und sehr direkt zeigt, zwar poetisch, mit poetischen Vokabeln, sage ich mal, gerade in den Liedern, ja, aber trotzdem sehr eigentlich sehr hart sagt, was in China im Moment, also im heutigen China, falsch läuft sozusagen. Und natürlich Spiritualität auszuklammern per Verbot aus dem Leben der Menschen, das ist natürlich ein Verbrechen. Und insofern finde ich das auch ganz wichtig, diese Botschaft, dass das rüberkommt. Ich hoffe, dass auch, die westlichen Zuschauer davon ein bisschen was mitnehmen, weil in unserer westlichen Welt. Gut, das ändert sich ein bisschen, aber die religiöse Ebene spielt ja jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle im Tagesgeschäft sozusagen. Insofern finde ich das auch nicht nur für China, sondern auch für alle, für die Menschen der ganzen Welt wichtig, darauf sich zu besinnen und auch zu sehen, dass es so eine Organisation wie Shenyun gibt, die tatsächlich das auch als Botschaft irgendwie vermittelt. Shenyun gastiert gerade für zwei Shows in Prag und setzt danach seine Europatournee in Schweden fort.